Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich aus Hamburg-Lübeck aus der Baureihe 112 hier in der Deutschen Reichsbahn-Lackierung. Darum geht es aber gar nicht, sondern es geht darum, dass es einen neuen Soundmod gibt von Justus, einem meiner Moderatoren, übrigens in den Livestreams. Also großes Dankeschön. Soundmod für die Baureihe 112 aus dem Hamburg-Lübeck-Addon. Wir stehen auch gerade hier in Hamburg Hauptbahnhof und fahren nach Bargteheide. Heute geht es mal nicht um Pünktlichkeit oder sowas ähnliches, sondern heute geht es darum, den Soundmod ein bisschen kennenzulernen. Was ist alles neu? Ich kann es mal ganz gut vorlesen. Wir haben neue Sounds für den Kompressor, für die Türen außen, für die Türen innen, für die Bremsen, für den Lüfter, für den Panto, für den Hauptschalter, für die Außensounds, für den Richtungswender, für den bremselösen Knopf und für wenn der Hauptschalter ausgeschaltet wird. Außerdem in Planung eine Überarbeitung der Fahrsounds und ein Hinzufügen vom klassischen Bremsequietschen, was man so kennt von der 112. So viel dazu. Wir steigen ein und hören uns das alles im Laufe der Zeit an. Ja, heute, wie gesagt, geht es nicht um Pünktlichkeit. Wir sind, glaube ich, jetzt schon zu spät. Aber sei es drum. Okay, wir lösen einmal den Schlüssel hier, beziehungsweise ziehen dann die Bremsen entsprechend an. Die Lokbremse ist noch angezogen. Packen den Richtungswender rein. Türen links auf. Okay, Signallichter zweimal weiß vorne. Dankeschön. Die haben wir jetzt. Dann stehen wir einmal auf und gehen in den Maschinenraum. Das stimmt, hier gibt es ja keinen Lichtschalter. Batterie ist ein, Stromabnehmer ist richtig eingestellt. PZB machen wir uns noch an, die SIFA machen wir uns an. PZB-Modus O. Okay, mehr können wir, glaube ich, nicht einstellen. Auch eine Sache noch, weil es draußen sehr warm ist. Hier noch die Sonnenblende runter, damit sich der Führerstand nicht erhitzt. Und zurück. Können wir die Stuhlhöhe hier noch verstellen? Eigentlich bei noch 112? Nein. Okay, die Türen können wir schon wieder zumachen. So. Was müssen wir noch so machen? Ich bin schon lange nicht mehr 112 oder 143 gefahren, von daher mal ganz kurz gucken, ob es da noch irgendetwas gibt, was wir noch umstellen müssen. Handbremse ist gelöst. Zugsammelschiene an. Zuglichter bitte an. Stromabnehmer ist schon oben. Hauptschalter ist drin. Trafolüfter bitte an. Kompressor. Brauchen wir, glaube ich, nicht anzumachen. Okay, Geschwindigkeitswähler auf an. Den Zugkraft- und Bremswähler schön runterstellen. Dann Taste I für Instrumentenbeleuchtung. Das machen wir uns auch noch an, weil ich das recht schön finde. Bremse lösen. Und Fahrstufe aufschalten. So, PZB-Wechsel blinken. Können wir uns aktuell, glaube ich, noch nicht von befreien. Ups. Ah, das Vorsignal. Ja. Das Vorsignal komplett vergessen, während ich mir hier die Fahrprogramme angeguckt habe. Und fahren und bremsen, bedingter Auslaufprogramm löschen. Ja, mein Fehler. Mein Fehler. Mein Fehler. Hätte nicht passieren sollen. Geschwindigkeitsfehler auf an. Fahrtrichtungswende ist weiterhin in Vorwärtsstellung. Und mit der Hilfssteuerung.
erhöhen wir die Fahrstufen. Na? Na, wir rollen nach hinten, das ist nicht gut. Hallo. So. Kannst du mal ganz kurz hier die Tür-Sounds. Ah ne, die Tür ist. Wir haben hier gar keine Tür. Okay, das kann man nicht einstellen. Das heißt, die LZB. Ja, bitte. Okay, sonst können wir nichts großartig einstellen. Okay. Einmal die Fahrstufen runterlaufen lassen. Schade, dass hier keine Temperatur angezeigt wird. Wir halten in 3,1 Kilometern in Hasselbrook. So, das quittieren wir aber diesmal. Genau. Die Mod ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Also die Mod vom Justus. Könnt ihr da in der Videobeschreibung wiederfinden, den Link dazu, und runterladen und ihm einen Daumen hoch zurücklassen. Da würde er sich sicherlich freuen. Okay, wir dürfen 60 fahren. Einmal Fahrstufen runterlaufen lassen. Und wir haben uns befreit. Na, machen wir das besser so. So, dann dürfen wir eigentlich. Achso, wir dürfen gleich erst auf die 100. Okay. Und wir haben noch 2 Kilometer bis Hasselbrook. Das bedeutet, wir sind jetzt bei Kilometer 61,6. Die Kilometerstufen laufen hoch. Heißt, nee, runter. Ja, hier gucken wir mal, dass wir bei ungefähr Kilometer 60 anfangen zu bremsen. Oder vielleicht bei 60,4. Aber vorher können wir noch ein bisschen mit der Geschwindigkeit hoch. So, 60,6 Fahrstufen runterlaufen lassen. Ich weiß gar nicht, mit welcher Taste die Fahrstufen bedient werden können. Weil mit den Tasten, mit denen man normalerweise Leistung auf- und abschaltet, da können wir die
den Geschwindigkeitsfehler mit kontrollieren. Und bei der Taste, mit der wir normalerweise. Bei der Taste, mit der wir normalerweise die AFB bedienen können, da können wir den Leistungshebel bedienen. Oh je, ein bisschen stärker bremsen. Ah. Ja, schade. Gerade so nicht. Aber man hört richtig schön die Lüfter. Die neuen Lüfter-Sounds. Und hier, wir hören uns mal den Türsound an. Hier den Türsound, Moment. Sehr schön. Türen links wieder zu. Okay. Wir lösen die Bremsen. Und einmal die Fahrstufen bitte hoch. Achso, der Geschwindigkeitsfehler, doch, der Geschwindigkeitsfehler ist auf an. Oder gibt es da einen Nullstellungszwang? So, so. Gibt es den? Also hat jetzt gerade auf mich so gewirkt. Ich wollte jetzt nicht 10 km/h wählen. So. Ich wollte selbst die Fahrstufen vorwählen. Genau, also den Zugkraft. Steller in Prozent, den können wir halt mit den Tasten bedienen, die normalerweise für die AFB sind. Ich weiß halt nicht, welche Taste für die Hilfssteuerung gebraucht wird. Wir müssen auch, wissen Sie, was wir an der nächsten Station machen? An der nächsten Station, wir dürfen übrigens 120 fahren und die nächste Haltestelle ist in 1,3 Kilometern. An der nächsten Haltestelle werden wir einmal tatsächlich die Lok abbügeln und wieder neu starten, weil ja die Sounds auch neu sind und die müssen wir uns natürlich auch anhören. Wie gesagt, es geht nicht wirklich um den Fahrgastbetrieb in diesem Sinne. Es geht nicht darum, pünktlich zu kommen, es geht darum, dass wir uns den Mod zusammen angucken. Den Mod. Der Mod heißt das, glaube ich, ne? Dass wir uns den Mod angucken. Hier die Bremsgewichte der 112. Die nervige Siefer, wie immer. Und wir bremsen. Passt. Ja. Genau, also wir machen folgendes. Hauptschalter. Habt ihr das gehört? Schön. Okay. Machen wir die Trafolüfter aus. Hier machen wir den Strohhalm mal runter. Haben wir jetzt natürlich nicht gehört, weil ich zu weit weg war mit der Kamera.
Sehr schön. Schalter schließen. Also irgendwie war die Lok jetzt die ganze Zeit aber an. Irgendwas hat die ganze Zeit im Hintergrund ja weiter gebrummt. Das sollte eigentlich auch nicht so sein, ne? Machen wir die Türen zu. Und fahren mal ein bisschen weiter. Bremse lösen. Und Leistung aufschalten. Wir wollen jetzt natürlich noch hier im PZB wechselblinken, weil wir die Lok einmal jetzt hier neu aufgebügelt haben. Hier, wo ist denn der Bremse-Lösen-Knopf? Das müsste der hier sein. Ja, ja, okay. Das bringt jetzt gerade natürlich nichts, glaube ich. Okay, Hamburg-Tondorf in 3,3 Kilometern. Wir dürfen 120 fahren. Der Lüfter ist an. Zugsammelschiene an, Zuglichter an. Okay. Hier sogar 140, Vmax ist. Da steht zwar 120, aber das stimmt nicht. Bei der 112 ist es, glaube ich, 140 Abschalten und bremsen. Da vorne ist schon Tondorf. Hier hinter der Brücke. Ich benutze noch schön die E-Bremse mit dazu. Eine Streckenkarte. Gucken wir uns aber ganz kurz um hier. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben zwar Verspätung, aber. Sehr schön. Zwar Verspätung, aber whatever. Okay, hier runter können wir nicht, dann laufen wir wieder zurück.
Okay, hinsetzen. Hinsetzen. Bremsen lösen. Geschwindigkeitsfehler auf anstellen. Und wir können beschleunigen. Da sehen wir auch schön, wie da die Ampereanzahl hochschwingt. Also erstmal langsam Leistung aufschalten. Und jetzt ein bisschen dazugeben, die Zugkraft. Schauen, dass sich das hier stromtechnisch in einem Rahmen bewegt. Also ich würde jetzt nicht an die 500 rangehen. Ich würde sagen, so 450 ist, glaube ich, vielleicht so das Maximum. Dann halten wir in 2,8 Kilometern in Rahlstedt. Wir dürfen 140 fahren. Dann würde ich sagen, fahren wir das einmal schön aus hier. Einmal schön die Stufen hoch. Gucken natürlich, dass wir jetzt nicht die Ampere-Grenze überschreiten. So, und einmal auslaufen lassen. Hervorragend. Und wir müssen bremsen. Und da vorne ist Rahlstedt, der Bahnhof. Eine Frechheit, dass wir Verspätung haben, ne? Lösen wir die Bremsen ein bisschen. So, wir halten noch in Ahrensburg, Ahrensburg-Gartenholz und dann in Wagter Heide. Also auch nicht mehr allzu lange. Drei Haltestellen noch, Türen zu. Sehr gut. Bremse wird gelöst. Okay. Und Leistung aufschalten. Ich sagte vorhin, das ist hier ein Bahnhof. Was habe ich daran festgemacht, dass wir hier Weichen haben und auf der anderen Seite auch Weichen haben? Und ich glaube, das ist das, was einen Bahnhof von einem Haltepunkt unterscheidet, per Definition. Dass man bei einem Bahnhof theoretisch umsetzen kann, um die Fahrtrichtung zu ändern, während das bei einem Haltepunkt nicht möglich ist. Natürlich von einer zweigleisigen Strecke ausgehend, wenn es eine eingleisige Strecke ist, dann, ich glaube, dann gibt es sowieso gar keine Bahnhöfe, oder? Dann sind das alles Haltepunkte, müssten ja theoretisch. Oder ist das möglich bei einer wirklich rein eingleisigen Strecke, dass es da etwas anderes gibt als einen Bahnhof?
Ja gut, wenn der Bahnhof vielleicht mehrgleisig ist, dann vielleicht. Aber wenn es nur ein einziger Bahnsteig ist, beziehungsweise ein Gleis. So, wir dürfen auf jeden Fall jetzt mal ordentlich Gas geben. Bis Ahrensburg. Eieiei. Oh, diese haben zu viel Leistung aufgeschaltet. Vielleicht auch ein bisschen zu viel Zugkraft eingestellt. Genau, bis Ahrensburg sind es auf jeden Fall jetzt ein paar Kilometer. Also schön gucken, dass wir hier die Stufen hochschalten, aber gleichzeitig nicht die Oberstromgrenze ja, zu sehr ausgelastet wird. Ich sage das immer nur in so verklausulierten, mystifizierten Formeln. Ich weiß leider dummerweise nicht, was das Oberstromlimit der 112 ist. Also was praktisch per Definition dann nicht mehr erlaubt ist. Aber das steht hier auf jeden Fall nicht. So, und 140 sind erreicht. Also einmal mit den Fahrstufen runter. Oh, wir sind zu schnell. Ja, ein bisschen müssen wir aufholen. Wir müssen ein bisschen Zeit aufholen. Wir könnten natürlich jetzt auch eigentlich den Geschwindigkeitsfehler einstellen auf die 140 und dann auf nur fahren einstellen. Dann müsste der theoretisch die Fahrstufen genau von alleine hochhauen. Das sieht man dann hier. Wenn wir jetzt auf nur fahren einstellen, dann werden die Fahrstufen automatisch aufgeschaltet und zwar so lange, bis wir die 140 erreicht haben und dann wird wieder abgeschaltet. Das gibt uns die Möglichkeit, einen Screenshot zu machen. Jetzt war es ein bisschen sonnig, das habe ich gebraucht. Das gefällt mir auch ganz gut in der Perspektive da. So, 3 Kilometer bis Ahrensburg. Ahrensburg? Ahrensburg. Nee, löschen wir mal das Programm. Programm löschen. Ah, bisschen mehr bremsen. Na, das waren glaube ich nur 120, ne? Nehmen wir noch eine Bremsstufe weiter rein. Lösen mal ganz kurz aus und ziehen jetzt wieder an. Und wir halten hier bündig unter dem Bahnsteigdach. Gut, eigentlich müssten wir jetzt bis zur Harthafen die vorne vorfahren, aber das ist okay.
Ja, das passt schon. Okay, Türen links auf. Was haben wir denn hier? Hallihallo, wo kommst du denn her? Fitzgerald. Welcher Taurus ist das? Das ist der Rapid Transit Taurus. Lichter sind an. Habt ihr es gesehen? Und auf geht's. Ich glaube, der hat jetzt gerade die Türen. Genau, der macht jetzt erst die Tür auf. Wir machen die Türen zu. Und haben 7 Minuten Verspätung. Eine Schande. Okay, Geschwindigkeitsfehler, bitte auf, an, bremsen, bitte lösen. Programme löschen wir mal. Und schalten Leistung auf. Bisschen mehr Leistung, bitte. Und dann haben wir Ahrensburg Gartenholz in. Uah. Ordentlich Radschlupf. Yeah. Das war ein bisschen zu viel Leistung auf einmal. Genau, Ahrensburg Gartenholz in 1,9 Kilometern unserem vorletzten Halt. Da hinten ist schon der Bahnsteig am Horizont. Fahrstufen wieder runternehmen. Und wir rollen bis da vorne hin. Und fangen an zu bremsen. Hier vorne, ja, eine kleine nicht elektrifizierte Strecke. Vielleicht ein Güteranschluss. Gucken wir uns gleich mal an. Ah, den Bahnhof finde ich mal sehr schön. Der mit diesem grün-gelben Design, der Brücke hier vorne und der Bank, die ebenfalls in dem Design ist. Aber ich würde sagen, das war jetzt kein schlechter Halt, oder? Okay, also diese Gleise enden hier vorne einfach. Oh, die haben mal früher hier lang geführt, aber jetzt nicht mehr. Hier sind noch Prellböcke. Und die Gleise enden hier vorne auch einfach. Wo sind wir denn hier? Aha, ehemaliger Industrieanschluss war das wohl. Ehemaliger Gleisanschluss. Wird doch übrigens seit 1996, nee, ich glaube sogar früher, seit 93 oder sowas, werden die Gleisanschlüsse von den Industrien konsequent zurückgebaut. Dank der Bahnreform.
Okay, also ihr seht. Ah doch, okay, gut. Also es gibt keinen Nullstellungszwang, was hier den Geschwindigkeits-VWler angeht. Es geht einfach nur darum, dass die Bremsen sich komplett lösen. Was ja Sinn ergibt. So, entgegen unseres letzten Haltes fahren wir. Ich bin mir ehrlicherweise nicht ganz sicher, woher das Repaint ist. Kann sein, dass das mein eigenes ist, weil ich auch schon mal einen Reichsbahn-Repaint gemacht habe für die 112. Ich bin mir ehrlicherweise nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass es für niemand anderen ist. Ich will da niemanden... Ich will da jetzt nichts für mich einheimsen, was nicht von mir ist. Ich weiß nur dummerweise nicht genau von wem und wo, aber sollte ich das noch herausfinden, dann werde ich das auch in die Videobeschreibung hineinschreiben und dort verlinken, wo auch immer dann diese Lackierung her ist. Okay, wir haben halt zu erwarten, Langsamfahrt zu erwarten. Das muss natürlich bestätigt werden. Und 90 zu erwarten wird auch bestätigt. Und wir haben halt zu erwarten. Das wird dann das Ausfahrsignal von Bagter Heide sein. Aber hier gilt auch, glaube ich, Langsamfahrt. Stand es da? Einmal über die Weiche mit 60, genau. Und hier vorne halten wir dann. Okay, wir halten an. Mit ein paar Minütchen Verspätung. An Bagter Heide, dem Bahnhof mit diesem super interessanten Bahnübergang hier vorne.
Finde ich zumindest. Also, sie hat irgendwie was Cooles an sich. Okay, uns ging es heute um die Soundmod für die Baureihe 112 von Justus. Vielen, vielen Dank nochmal an Justus für den Soundmod. Genau, also nochmal vielen Dank an Justus für den Soundmod. Wirklich grandios gelungen, sehr, sehr schön. Okay, naja. Also wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ich hoffe, es hat euch heute Spaß gemacht. Alles Liebe, alles Gute.